In dieser Folge spielen Lars, Janina, Maxi und Simon der perfekte Moment. Alle Spielerinnen und Spieler schlüpfen in die Rolle eines Fotografen und müssen versuchen, das perfekte Gruppenfoto auf einer Feier zu schießen. Dabei hat jeder Gast individuelle Wünsche, wie er oder sie auf dem Bild positioniert werden will. Das Ziel für die Fotografen: so viele Wünsche wie möglich erfüllen und das beste Foto schießen. Dabei haben alle ein Set mit den 14 Gästen und ein Spieltableau, auf dem verschiedene Felder rund um einen Tisch eingezeichnet sind. Außerdem gibt es für jeden Gast eine Mappe, in der sich drei zufällig verteilte Wünsche befinden. Zum Beispiel: ich will nicht in der Mitte stehen, ich möchte neben einer bestimmten Person stehen oder ich möchte eine bestimmte Person verdecken. Von diesen Gästemappen bekommt jeder drei Stück, zwei werden in der Mitte ausgelegt. Dann geht das Spiel los, aufgeteilt in 6 Runden. Jede Runde beginnt damit, dass alle ihre Mappen anschauen und ihre Figuren beliebig aufstellen. Dabei gibt es keine Regeln. Dann wird eine Tauschkarte gezogen und direkt ausgeführt. Die Tauschkarten sorgen dafür, dass möglichst jeder einmal jede Mappe in der Hand hatte. Danach werden wieder die eigenen Mappen angeschaut, Figuren umgestellt und so weiter. Wenn alle 6 Tauschkarten gespielt und die Figuren ein letztes Mal umgestellt wurden, schießen alle ihr Foto. Dabei dürfen sie den Winkel selbst wählen. Zum Schluss werden alle Gäste durchgegangen und geschaut, wie viele Wünsche auf den Fotos jeweils berücksichtigt wurden. Dabei kommt für jeden eine Punktzahl heraus. Wer am meisten hat, gewinnt der perfekte Moment. Und jetzt bitte lächeln. Tschüss! Hallo und schönen guten Tag. Schön, dass du da bist und dieses Video schaust. Herzlich willkommen bei Du bist. Wir haben ein ganz tolles Spiel hier und ich habe ganz tolle Leute, die dieses Spiel mit mir spielen. Ich bin nicht Fabian Krane. Der ist leider krank. Aber genau, ich denke, wir haben trotzdem eine gute Zeit. Schön, dass ihr da seid. Schön, Simon, dass du da bist. Ja, gerne. Es ist mir immer wieder eine Freude, hier diese Brettspiele mal anzugucken, weil ich früher habe ich das immer gemocht, mit Freunden gemacht, aber dann keine Freunde mehr gehabt. Deswegen kommst du hier rein und das sind, ja, sind die einzigen Brettspiele, die ich noch mache, okay, wo ich Leute bezahle für. Und bist du Hobbyfotograf? Natürlich. Jeder, oder? Jeder, der ein Handy hat, ein Selfie macht, ist eigentlich Fotograf. Muss nur den Porträtmodus anmachen. Ja, und ein bisschen AI-Filter drüber. Da kennst du jemand aus. Lars, schön, dass du da bist. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein, ja. Vielen Dank für die Einladung. Na klar, na klar. Und Janina, schön, dass du da bist. Ja, hi. Ich habe noch Freunde, mit denen ich Brettspielen spielen kann, aber ich mache es auch gerne mit euch und das ist noch das viel größere Kompliment. Sehr, sehr nice auf jeden Fall, dass ihr da seid. Ihr seid alle fit. Ihr seid alle Fotografie erfahren. Vielleicht wart ihr auch schon mal auf einer Hochzeit. Habt irgendwie Bilder geschossen oder so? Ich schaue gerade Simon an. Diese Pause. Wir hatten da eine Fotografin. Ah, okay. Also, ja, okay. Nicht selber. Unangenehm. Ja. Verkackst du es und so? Nee. Ah, du wirst ja auch keine Selfies machen mit dem Hochzeit. Ja, nee, das geht nicht, ja. Ja, ja, genau. Wir alle sind jetzt aber tatsächlich in dieser Rolle heute. Wir haben die Regeln ja in der Regelerklärung gehört. Und schlüpfen in die Rolle des Fotografen. Nicht von Hochzeit, aber genau, von einer kleinen Veranstaltung mit vielen kleinen Figürchen. Ich bin einfach mal Startspieler. Es ist keine Hochzeit. Ey, es ist der perfekte Moment. Okay. Wir versuchen, den perfekten Moment einzufangen. Vielen Dank auch an Happy Shops, die uns diese Folge ermöglichen, auf jeden Fall. Und jetzt lass uns einfach mal anfangen. So, ich bin Startspieler. Und so, also. Wir schauen jetzt alle mal in unsere Mappen rein. Mhm. Und stellen unsere Figürchen auf. Wenn ihr wüsstet, was hier drin steht. Wow. Hä? Was ist, wenn zweimal die gleichen Informationen drin stecken? Dann ist es so. Die sind komplett zufällig. Okay. Was? Wie soll ich das denn machen? Was sind das für extra Wünsche? Das Foto gibt, wie es ist. Okay. Boah, das ist sehr schwer, okay. Der erste Gast schon. Ich habe kurz eine Frage. Ja, natürlich. Ach so, okay, das sind diese drei zählen für diese Person. Genau, genau. Das ist genau, unterschiedliche Sache, genau. Das ist all diese Anforderungen von dieser einen Person, mein Gott. Ja, ja, ne? Picky, diese Leute. Ja. Wirklich, ey. Die Leute sehen ja aber gar nicht, was wir hier in unseren Mappen haben, ne? Ich mach's gerade in die Kamera, ihr könnt das ja auch mal machen. Ja. Ach so, ja, das kann ich. Das bei einer wichtigen. Was ist, wenn da sich widersprechende Dinge drinstehen?
Damit musst du umgehen, irgendwie. Hm. Zur Not gibst du die Person. Also, nee, die in der gleichen Mappe. Ja, ja, verstehe ich. Damit musst du einfach klarkommen. Hä? Ah, dann geht es einfach nicht quasi. Das sind wirklich widersprechende Dinge oder vielleicht ja, gibt es einen gemeinsamen Nenner? Nee, das sind wieder sich widersprechende Dinge. Oh. Ach ja, wir müssen ja weiter. Ich habe nur eins gemacht. Ach, ihr müsst nichts, ne? Also ihr könnt so, sozusagen. Boah, das ist teilweise richtig heftig. Boah, das muss man sich auch merken, ne? Darf weil, ich mal wenn eins ich das vorlesen oder ist das dann doof? Weil lies vor. Lies also, vor. Weil das ist hart. Ich möchte auf dem Foto das Gesicht von und dann eine Person verdecken. Hallo. Das heißt, ich muss es so platzieren, ja, dass das Gesicht der Person verdeckt ist, ja? Ich verstehe schon richtig. Für das Foto zum Schluss. Ja, ja, für okay. Das Foto am Schluss, ja, genau. Ja, ja, aber darum geht's ja. Was will er denn, Junge, ey? Wirklich. Macht mich komplett kirre. Guck mal, er. Oh, okay. Komplette Extrawünsche, was soll das? Die, er. Okay. Was soll das? Und der Hund. Ja, mein Freund. Kann er jetzt schon abgeben, so viele Wünsche, wie ich jetzt schon erfüllt habe. So. Die darf man jetzt auch schon hinstellen? Ja, ja, klar. Okay. Und, verstehe und sich merken im besten Fall, weil wenn man diese Mappen wegtradet, man kann es sich ja nicht aufschreiben, ne? Stimmt. Also ich kann ja mal sagen, nee, ich sag's nicht. Also, dass nicht-menschliche Dinge einen Wunsch haben, wo sie stehen, finde ich hilarious, finde ich gut. Ach, die Pflanze oder was? Ja. Ey! Nein, ich wollte gucken, ob, weil bei mir stand hier diese Troller noch. Hast du die doppelt? Nee. Ach so. Zählen am Ende die Sachen, die auf dem Tisch stehen, die darf man auch platzieren, wie man möchte? Wie bitte? Diese Sachen, die hier, kannst du mal aufnehmen. Die sind schon. Wie bitte? Die Dekorationen auf dem Tisch spielen keine Rolle. Aber ja, verstehe ich. Aber wenn ich mein Foto mache, darf ich sie benutzen, um bestimmte Dinge damit zu erreichen oder nicht zu erreichen? Ich würde sagen, ja. Oh ja, hätte ich mir auch gedacht. Weil warum haben die sonst so einen Bobbel, ne? Meine Frage erübrigt sich auch. Hier steht neben, aber neben heißt auch vorne, hinten, links, rechts, ne? Sieht man ja auf den... Ja, also es müsste draufstehen. Ja, genau. Das ist ja quasi. Ich dachte nicht, dass du mir das zeigst. Jetzt habe ich nochmal eine Frage. Wurst. Jeder spielt doch sein eigenes Ding. Ja. Jetzt wird, wie gesagt, geht noch um diese, das Gesicht verdecken. Mhm. Die Figur, die verdeckt werden soll, die habe ich ja jetzt hier noch gar nicht platziert. Mhm. Wie bekomme ich die denn, indem wir da traden, oder? Die Figur, die kannst du einfach. Die Mappe nehmen. Meinst du von der Person? Also ich habe jetzt hier eine Figur, soll ich die einfach. Die Mappe geht um den Hund. Aber hier ist eine Figur auf dem Bild. Ich zeig's mal gerade in die Kamera. Möchte das Gesicht blablabla verdecken. Und da ist jetzt halt eine Figur, die kannst ich ja gar nicht habe. Kannst du dir nehmen einfach, aber. Die Figur hast du. Die kannst du einfach nehmen. Sehen. Die kann ich einfach nehmen und dahin packen. Ja, ja klar, klar. Kannst weil ich alle dachte, nehmen. Ich kann nur diese Nein, du kannst, sie können alle Figuren zu jeder Zeit dahin stellen. Ja. Du hast nur keine Die stimmt halt noch nicht, weißt du? Ja. Das kann ja gut sein, dass ich noch nicht. Ich verstehe, bin. Okay. Ich dachte, am Ende geht's darum, was diese drei Figuren hier mal wollen. Okay. La, 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 la. Also ich wäre soweit, aber ihr könnt natürlich noch gerne. Ein bisschen Angst, dass ich die Sachen vergesse und deswegen. Halbe Stunde, Stunde bräuchte ich noch. Viel einbringen für die erste Runde. Ach, shit. Shit, aber die Sachen gehen doch gar nicht. War das auf eurer Hochzeit auch so, dass da jeder seinen extra Wunsch hatte fürs Foto? Wir waren zu zweit, also es ist. Also quasi ja. Ey, ich garantiere, ich habe das allerbeste Hochzeitsfoto aller Zeiten. Wirklich? Es ist so, ich stehe so da, so Hip-Hop, Ghetto. Und irgendwo ist meine Frau, die quasi nur so facepalmiert und in der Mitte ist Pöttl, wie er gerade so eine richtig dicke Wurst hat. Und ich schwöre, das ist so geil. Und ich habe ein bisschen drauf gehofft, dass der Hund irgendwann im Laufe des Tages kacken muss. Genau dieses Bild haben das brauche ich. Ihr habt den 3 Tage nicht rausgelassen. Nachgedrückt. Hast du ihm noch irgendwas ins Essen rein und so? Nee, okay, nee, der vielleicht so. Der kackt einfach immer. Okay, da kann ich mich wirklich drauf verlassen. Wäre schlecht, wenn nicht, ne? Okay. Ja, genau. Also Leute, seid ihr durch? Ja, ja, so halb. Ey, das Ding ist, wenn sich Karten widersprechen. Ich habe auch welche, die sich In der Mappe. Also in der Mappe, genau. Mehr. Die sind zufällig gemischt. Ja. Die habe ich mir vorher nicht angeschaut. Ja, ja. Und zur Not arbeitet ihr halt nicht mit dieser Person. Ihr müsst einfach nur so viele Punkte wie möglich sammeln, ne? Ja, geht auch. Okay. Ja, okay, na gut. Dann würde ich noch mal kurz gucken. Okay. Sorry. Nee, da würde ich das tatsächlich auch noch mal wegnehmen, weil das funktioniert einfach nicht. Ja, mal. Das heißt, die Sachen, die ich auch nicht mag, die trade ich dann weg, ja?
Genau, beziehungsweise das kannst du dann gleich schauen. Schau mal, wie du sie weglegen kannst oder so. Die du nicht magst. Dein Zeug kaufe ich nicht. Die du kein Bock hast. Und wofür ist dieser kleine Furzwürfel? Der ist für die Auswertung am Ende einfach. Wozu ist der Furzwürfel? Okay. Janina, du bist auch ready? Mhm. Okay. Dann decke ich mal die erste Tauschkarte auf. Jeder Spieler oder Spielerin gibt jedem seiner Nachbarn je eine seiner Mappen. Also links und rechts abgeben. Nachbarn. Ja. Ich krieg deine Kackkarten nicht. Du kriegst die Kackkarten. Scheiße. Okay, jetzt muss ich gerade selber überlegen. Boah, ich gebe euch die schweren Karten. Vor allem dir, mein Freund. Diese hier hin. Gebe ich dir die ganz schwere. Wem soll ich das geben? Mir. Und eine Simon. Eine mir, eine Simon. Hier hin. Wir tauschen? Ich dachte, ich tausche mit Lars. Nee, oder? Wo ist der? Jeder Spieler gibt jedem seiner Nachbarn je eine seiner Mappen. Okay, also es gibt so. Jedem seiner Nachbarn, genau. Eine nach rechts, eine nach links, genau. Okay, kann ich ja schon mal reingucken, ne? Die. Krieg ich noch eine? Nee, die ist von Janina. Okay. Jetzt noch eine? Ja, also du hast ihm eine gegeben und ich krieg jetzt eine von dir noch. Okay, also ihr dürft jetzt nicht weiter aufstellen oder so, ne? Was? Ihr habt die jetzt erstmal einfach nur bekommen. So. Moment, aber ich muss dir noch einen geben, ne? Ja, genau. Okay, dann ich guck jetzt noch nicht rein, oder was? Ich muss kurz überlegen, welchen ich dir gebe. Die ist blöd. Gib dir die böse Stiefmutter. Danke. Die böse Stiefmutter. Okay. Also habt ihr soweit rumgetauscht? Also ihr glotzt schon rein. Also. Ihr könnt auch reinglotzen, ist kein Problem. Aber das war's erstmal. Also wir haben erstmal die Tauschgeschichte gemacht. Und Simon ist jetzt Startspieler. Also wenn das nicht, wenn diese Dinger nicht zusammenpassen, sondern sich gegenseitig auflösen, dann kann ich das quasi gar nicht benutzen, ne? Ich frag nur noch mal, weil ich will's nicht verstanden. Nee, stimmt nicht so ganz, weil guck mal auf die rechte Seite von deinem Ding, von deiner... Ja. Auf die rechte hier. Ja. Weil da steht, wenn du eine Sache nicht erfüllst, aber nicht zwei, auf. Dann kriegst du schon, ich bekommst verstehe. Du trotzdem drei Punkte, weißt du? Sagen wir mal, du kannst halt bei einer Karte vielleicht dann nur einen Wunsch auch einlösen oder so. Okay, gut zu wissen, ja. Aber je mehr du einlöst, desto mehr Punkte kriegst du. Oder du lässt sie halt weg. Verstehe ich? Ja, es ist nur halt einfach wirklich, es sind drei Sachen, die sich alle komplett widersprechen. Das macht's halt also ganz kurz, Simon fängt schon an zu verteilen. Kein Problem, darf aber ich gar nicht. Doch, du bist jetzt Startspieler und jetzt können alle in ihre Mappen schauen und die Dinger umsortieren. Okay, gut, schau mal jetzt in meine Mappen. Jetzt könnt ihr mal reinklopfen. So, hier, du nicht vergessen, ihr könnt jederzeit die Lieblingskarte irgendwo platzieren, ne? Du kommst hier hin. Das ist mir zu früh, weil, weißt du, wenn ich den später na klar, noch mache oder so. Okay, jetzt check ich, was du gemeint hast. Ja. Merkst du was? Was ist das denn, ey? Es ist so ein dämliches Spiel. Aber es ist schon irgendwie lustig. Aber es ist halt so, mach das scheiß Foto einfach. Okay. Ja. Aha. Mhm, okay. Ist geil, wie man den Clou des Spiels so komplett aushebeln kann mit, komm, wir machen jetzt einfach das Foto. Aber so ist es ja wirklich, wenn man Gruppenfotos macht. Das stimmt, man hat immer irgendwas auszusetzen. Ey, wenn man in die WhatsApp-Gruppe dann alle Fotos reinschickt und meint, ey, welches ist das, das wir verwenden oder ausdrucken, dann lost. Dann Ist dann vorbei. Ja. Und meistens druckt das, ihr so oft Fotos aus, die ihr auf halt vereint. Genau, ist eigentlich die Frage. Vor allem Partyfotos. Habt ihr so eine Fotowand, wo ihr den noch so hinpinnt? Vereinsfotos, hallo, Entschuldigung, habt ihr irgendwie noch ein Leben gehabt außerhalb von eurem Zimmer oder? Nein. Nee, ich habe nur Bilder aus meinem Zimmer gemacht und die ausgedruckt und hingehängt. Ja, von dir. Das Ziel ist quasi die beste. Das perfekte. Mit den besten Kombinationen. Ja, das perfekte Foto, aber. Es geht schon darum, dass ich jede so gut positioniere, wie es geht. Und wenn ich jetzt drei Figuren habe, ich muss eine abgeben, dann gebe ich die ab, die am wenigsten Potenzial hat und behalte bestenfalls die, also die gut zusammenpassen. Ne? Okay.
Können wir das mal mit Abby's Charakteren spielen? Nee. Naja, also es zählt ja nicht die Figur, die zum Schluss an deinem Tisch sitzt, sondern alle Figuren werden ja alles, was auf dem Foto zu sehen ist, zählt. Also, ich verstehe. Also ich muss eine Figur, auch wenn ich sie mag, kann ich sie abgeben. Ich muss genau, nur merken, genau, was ihre... ja, das ist... Okay. Also gib die ab, wo kann du dir sicher ein Foto bist. Machen mit meinem... das ist ja wohl asozial. Das ist ja wieder mal ein Spiel, das die Leute bevorzugt, die smart sind. Ich kann dir versichern, wenn ich gewusst hätte, nicht bin. Wenn ich gewusst hätte, dass ich hier ausgeschlafen für sein muss, dann hätte ich abgesagt. Das ist genau mein Reden. 11 Uhr morgens. Also ich habe eine spezielle Taktik, die mir ermöglicht, nicht schlau sein zu müssen. Aber egal, sei es okay. Doch. Gut, seid ihr durch? Ja. Seid ihr durch? Ja. Okay, Simon, dann bist du dran, eine Tauschkarte zu ziehen. Wo liegen die? Die, eine von denen, ja genau. Okay. Die oberste hier, die Tauschkarte. Soll ich die vorlesen? Einmal für alle vorlesen. Partnerwahl. Der Startspieler nimmt 2 Mappen aus der Mitte. Ich bin der Startspieler? Ja. Der Startspieler legt 2 seiner Mappen zurück in die Mitte. Er darf hierfür auch gerade erst erhaltene Mappen wählen. Im Uhrzeigersinn führen alle anderen Spieler diese Schritte ebenfalls je einmal aus. Also Uhrzeigersinn ist dann du. Ne? Ja. Ja. Okay, gut. Okay. Das check ich. Oh, ich gebe ich ab. Die das, du nimmst 2, du legst 2. Das ist die ich Aufgabe. Leg die beiden. Zack, zack. Und nehme die beiden. Mehr ist ja nicht, ne? Wie liegen denn da immer? Immer nur liegen 2? Immer 2, ja. Okay. Okay, und jetzt kann ich die natürlich austauschen. Klar, jetzt verstehe ich es langsam. Also. Da sieh du. 2 legen, 2 nehmen. Ja. Bist du mir den so, und ich kann ja auch. Ja, trotzdem die wieder mit. So wie ich es verstehe, kannst du auch eine eigene wieder nehmen. Ja. Wirklich? Ja. Ja. Erhalte ich eine Info quasi für mich oder was? Komm, ich mache was Neues. Wir nehmen eine eigene wieder, nämlich. Okay. Maxi Lesch. Okay. Und darf ich jetzt schon reinschauen oder noch nicht? Gleich. Erstmal tauschen wir rum. Also mal reingucken, aber ihr dürft jetzt noch nicht umstellen und sowas. Achso. Das passiert alles in der Reihenfolge. Kein Plan. Okay, ich hau mal die rein. Alright, okay. Dann ist Lars jetzt der Startspieler. Hier steht auch nochmal alles drauf, was zu tun ist. Genau, alle gucken in ihre Mappen und stellen um. Mhm. Bisher bin ich eigentlich recht confident, muss ich sagen. Alle Punkte, oder? Ja, alle vor allem. Ich bin richtig positiv gerade zufrieden mit meiner Auswahl. Ich bin positiv zufrieden. Ja, ist ja, gut, ja. Aber du hast auf. Oh, sorry, ich habe reingeglotzt, aber. Nee, aber ich. Du gehst all in, kann man sagen. Ja, ich habe gute Karten irgendwie. Kann nicht meckern. Ja, das ist das Ding. Dadurch, dass wir keine Probe hatten, man ist jetzt confident. Und am Ende kann es sein, dass man komplett scheiße geworden ist. Und jetzt denkt, geil. Ja. Ja. Das mit dem Sehen und Gesehen werden, das ist. Mhm. Nicht ohne. Oh, ich habe übrigens die hier 2-mal. Braucht die jemand? Fehlt die bei jemandem? Oh ja. Ja? Das ist dann meine. Das hätte ich zum Beispiel nicht gesagt. Ich habe schon gedacht, fehlt mir die, ist die irgendwo. Die cool. Ist abhanden gekommen. Dann. Ich finde, das ist ein schönes Format. Du bist es echt, das ist eine Bereicherung gewesen. Ja, vielen Dank. Das habe ich mir in jahrelanger Arbeit habe ich mir das hast ausgedacht. Hast du wieso fühlst du dich da angesprochen überhaupt? Das habe ich nur so gesagt. Nee, das stimmt. Ist toll, ne? Ist wirklich geil. weniger Zynismus. Ey. Es ist früh am Morgen. Ja. Aber ich finde schon interessant. Also es ist eine nette Idee. Also okay. Habe ich noch nie gespielt. Ja. Ey, man kann ja an den Sachen nebendran, auch wenn ich jetzt versuche, nicht reinzugucken, checkt man ja schon, wie viel ihr so drin habt, ne? Ja, aber ihr seid alle sehr, also ihr macht da Ballert da richtig rein. Ey. Aber ne? Du hast gesagt, man kann schon mal alles reinstellen. Ja, das ist klar. Ja nicht das Problem, ne? 6 Runden spielen wir also. Ja. Okay. Ah, und das war die 2. jetzt gerade? Das war. Guter die Punkt. Die 2. Ne? Ja. Boah, aber jetzt am Ende hast du doch safe alle gesehen. Ja. Kommt nur drauf an, was du für Schlüsse ziehst für dich und so. Ja. Okay, Lars, du kannst die nächste Tauschkarte ziehen. Die hier, ne? Yep. Jeder Spieler nimmt sich eine Mappe von seinem linken Nachbarn. Nimmt sich? Oh, ich hätte Bock auf die.
Ganz kurz zu dieser Die kann man auch also, warte mal, ganz kurz, bevor so ich nacheinander auch, sonst kannst du ja das steht nehmen, drauf, was ich ob blind oder nicht? Da steht nichts von blind. Ich nehme da einen Rollstuhlfahrer, bitte. Roll den mal rüber. Moment mal. Diese Lieblingkarte, zählt die nur, wenn die am Ende vor mir liegt und in der Mappe liegt oder generell? Ah, nee, generell, ne? Die wobei, Gäste werden ja ausgewertet. Doch, ne? Und dann, glaube, egal, ob ich die gerade besitze oder egal, nicht. Egal, wir werden ja alle, mich, am Schluss ja. werden wir alle Gäste nacheinander aus, einfach, genau. Aber es ist interessant, ob man die dann am Anfang oder wann man die reinsteckt, mäßig. Okay. Und es kann auch bei einem Gast, können ja mehrere Lieblingskarten drin sein, ne? Ja. Weil ist es jetzt auch wieder im Uhrzeigersinn? Ja, muss ja, weil man kann die sich dann ja gegenseitig geben. Dann darf ich ja auch Simon noch gar nicht die Karte, die er sich gewünscht hat, geben, weil es kann ja sein, dass ich die gar nicht mehr habe. Stimmt. Sozusagen. Wir geben alles nochmal zurück. Aber okay. Warte mal ganz kurz, ja, eben, also, hier ist ja noch also ich habe jetzt von Janina genommen. Du fängst ja an, ne? Du hast noch nichts genommen von mir. Also ich werde jetzt nehmen. Achso, ja. So. Okay. Und jetzt nehme ich von, ja, von hier dir. Sind sie. Hier sind sie. Nehmen den Doggo. Genau, und dann theoretisch dann könnte dann nehme ich mir die. Ja, die wieder weg, könnte die mir, du von mir ja, hast. Wahrscheinlich ja. nicht, aber weil sonst habe ich ja einen mega Nachteil. Ach so, ja. Ja, stimmt. Das ist halt offiziell. Ja, aber du willst jetzt wahrscheinlich die. Du wolltest wahrscheinlich eh den Rollstuhlfahrer haben. Überleg gerade. Nö, will den doch nicht haben. obwohl, doch, doch, die anderen habe ich ja auch schon. Nee, dann nehme ich doch den Rollstuhlfahrer. Hier, bitteschön. Okay. So, die lege ich jetzt weg, ne? Wirf die Tauschkarte ab. Ja, einfach wegschmeißen, genau. Und ja, Nina ist Startspielerin und jeder kann umstellen. Kann man die auch auf den Tisch stellen? Nee, das zählt nicht. Auf dem Tisch ist keine. Auf dem Tisch eine Person? Ja. Ne, ein Hund. Ein Hund ist auch eine Person, ne? Also, nee. Kann man drüber streiten. Nee. Also es ist so. Gilt das als. Es zählt nur, wenn. Also du kannst eigentlich Figuren nur auf dem Feld stellen. Okay. Ja. Man kann ja schon mal Perspektiven so ausprobieren, ne? Der ist ja Trash. Aber wenn alle dieselben Karten am Ende haben, dann heißt das ja, dass alle auch dasselbe Setup haben. Könnten. Mit leichten. Je nachdem, Variation. Was sie vergessen haben und ja. Ja, der eine will lieber nimmt die Pflanze, der andere nimmt steht lieber den neben dem anderen. Ja, okay, ich bin möchte dann sehr gespannt, wie das hier abläuft. Das hätte ich auch immer. Der Bro ist mir ein bisschen zu heikel. Es gibt so manche, auch. Da ist man so, Eine Frage noch, diese Lieblingkarte, die wir haben, ne? Genau. Wann soll ich die in die Mappen stecken? Wann erst du möchtest. Gegen Ende? Also, aber wenn ich die jetzt reinstecke, dann kriegen die anderen ja auch. Also, die kriegen mit, dass da. Dass du sie wissen dann nur, dass die doppelt gezählt. Aber das Ding ist, wenn du okay. die nicht mehr in der Hand hast und die Runden vorbei sind, dann hast du keine Chance mehr, die reinzustecken. Okay, aber jetzt, wenn ich die irgendwo reinstecke und die im Spiel ist, dann gilt die. Also dann ja. ist die weg. Ja, die ist dann weg. Okay, und die, für den Charakter gilt die dann. Für alle. Genau. Für die okay, ich wollte nur sicher gehen, ne? Weil ja, ja, kann ja, aber ich meine, kann ja viel ausmachen, ne? Ja. Für alle? Okay, also. Alle? 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 Für alle, ja. Also dieser, alle, Gast, alle? Dieser Gast ist, wird einmal mehr gewertet. Ja. Für alle. Okay, dann kann ich den ja nicht. Ach doch, 0 ist immer noch 0. 2 mal 0 ist 0. Das habe ich. 2 mal 0 ist 0. Gut aufgepasst. Danke. Ja, gut, gut, gut. Ich traue mich gar nicht, bei euch abzuschauen mit euren Missinformationen, dass ihr da eh Scheiße baut. Ich traue nur mir selbst hier gerade. Das ist auch schwer, finde ich. Ja. Blöd ist auch, dass neben jemandem stehen nicht schräg ist. Stimmt, ja. Muss man beachten. Mhm. So, ich packe nur meine Lieblingskarte rein. Das ich habe meine auch schon weggepackt, übrigens. Oh. Hallo, guck doch mal. Ja, ich habe nicht geguckt, ich habe nicht geguckt. Ja, ihr seht es ja eh bald. Na, nur wenn man sie in der Hand hat und auspackt wieder. Ich wäre soweit. Ja, ich auch. Ist ja schön, dass du soweit wärst. Okay. Auch noch. Also ich bin auch ja. soweit, okay, fein. Ja, mach doch, was ihr wollt. Was muss ich da lesen? du bist dran, die nächste Tauschkarte zu ziehen. Tanz. Jeder Spieler behält eine seiner Mappen und legt alle anderen in die Mitte. Mischt die Mappen in der Mitte. Teilt jedem Spieler so viele Mappen aus, der Mitte aus, wie er zuvor abgegeben hat. Also zwei. Also schön rein jetzt, umgedreht. Außer eine, ne? Außer eine. Rein, umdrehen, mischen. Und dann teilt jedem Spieler so viele Mappen, das macht wahrscheinlich ich, aus der Mitte aus, wie er zuvor abgegeben hat.
Oh, ey. Ja, komm, die hier. Sehen noch welche? Nee, habt ihr alle abgegeben? Hm. Simon muss, glaube ich, noch. Ach, sorry, ich bin gerade. Ich kämpfe mit der Pflanze. Alter! Alter, wer hat die denn zusammengebaut? Das warst doch du. Lahas. Lass ja diesen. Ich habe diese Pflanze noch nie gesehen in meinem Leben. Sonst baue ich sie dir einmal um. Nee, ist alles okay. Ich brauche so kleine, so eine Pinzette oder so, mit der ich das einfach so. Oder hier, so das wäre auch gut, wenn man die so. Das ist ganz gut, ja. Okay, so, jetzt habe ich es aber. So. Zwei, alle drei? Nein, zwei. Zwei deiner waren rein, ja. Oh. Mische ich die, wie in alter Schule man mischt, natürlich? Jawohl. Habe ich die verdeckt? So oft ihr wollt, schon, ne? Ich kann ja überhaupt, ich habe überhaupt keinen Einfluss auf dein Mischverhalten. Doch, mit deinen Augen. Sagst du mir, welche wo reinkommen. Okay, und zwei wieder in die Mitte. Okay. Dann war's das, ne? Doch die Pflanze mal! Mann! Dann kannst du mir die Startspielerkarte geben. Ich weiß, ob das irgend so ein... Sonst wissen wir nicht, wo wir sind, ne? Ah, oh, ja, alles klar. Jo, das bringt mir gar nichts. Mir auch nicht. Ich denke, das ist wichtig, mir auch nicht. Vielleicht mal sehen. Ich habe es komplett einfach nur zurückbekommen. Heavy. Alles. Was für ein... Ziemlich heavy. Das hebelt gerade sehr viel aus. Fuck. Oh, scheiße. Ihr könnt auch mit dem Winkel spielen, so, ne? Naja. Falls euch das hilft. Ich weiß nur nicht mehr, ob da jetzt alle stimmen. Boah, ey. Shit. Wer will denn neben der Pflanze sitzen? Ich mag, dass die Photosynthese macht. Die sitzt persönlich sehr gerne neben Pflanzen. Die Pflanze hat auch sehr viele Wünsche, habe ich festgestellt. Das finde ich auch ganz gut. Ich habe die noch nie gelesen. Schäserle, das ist doch alles Schäserle. Ist assi, wenn jemand so seinen Arm irgendwo hinstreckt. Ja, und also damit was über potenziell was überdeckt. So, ne? Ja. Hä? Zu? Oi, 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 oi. Muss es so. Aber ich fühle die Pinzettenidee, Simon. Come on, ihr habt doch keine Bärenhände. Ja, solche Wurstfinger, bei mir ist das ein echtes Problem. Vielleicht bin ich da zu filigran. Ja, und dann so ungeschickt und. So, ich baller mal. Zwei linke Hände auch noch, hä? Ja. Ja, so kann ich. Ich würde sagen, es gibt ja schon schwerere und leichtere Gäste. Ja, auf jeden Fall. Ich frage mich gerade, ob ich beim schweren Gast irgendwie so eine... Leider mir nicht gemerkt, ganz am Anfang eine Karte. Müsste ich mir mal wieder ertraden, glaube ich. Ich habe hier noch welche, die habe ich noch nie gesehen. Die habe ich noch nie gesehen. Die behaltet ihr schön für euch, ihr kleinen Scheißer, oder was? Wen denn? Wen brauchst du? Ja, vier, fünf Leute noch nie gesehen. So, mir fehlt noch einer. Was? Dann hast du alle drin stehen? Dann hast du alle drin? Ja. Okay, das ist krass. Vielleicht habe ich aber auch was falsch gemacht. Weil, hast du so viele verschiedene Karten gesehen? Wir fehlen schon welche. Ja, ich habe, was die Karten angeht, echt Glück gehabt, ja. Ja, da habe ich ganz oft die gleichen, ehrlich gesagt, gehabt. Vor allem, es ist bei mir ja auch so, ich habe mich eigentlich schon quasi, ich bin schon fertig, weil ich habe ja nur noch einen Platz. Ja. So. Und die anderen sind schon. Aber du könntest ja potenziell, vielleicht gibt was noch mehr Punkte, die Lieblingskarten nicht vergessen, ne? Ja, ja, ich habe gerade schon deine, glaube ich, gefunden. Ich weiß nicht, von wem die war, aber ich habe gerade eine gefunden. Hier, der alte Mann. Seine? Mhm. Ne? Wusste ich doch. Aber eine habe ich gerade auch schon gefunden. Das ist wahrscheinlich meine gewesen. Der vom alten Mann? Exakt. Wusste ich. Wir mögen die alten Männer. Ja? Die und alte Männer, das ist es einfach. Okay. Oh, schön. Ja, wie sieht's aus? Ja, ich bin mir gerade, sorry, ich glaube, es hängt ein bisschen bei mir. Oder bist du auch noch dabei, Lars? Mhm. Also ein bisschen die Uhr im Blick haben auch. Ja. So. Ich habe schon ein bisschen aufgegeben. Ach, ich werde die möglichst viel rauszulassen.
Ich auch. Ja, genau. Deswegen war ich so verwirrt, weil Simon so... Ähnlich, ja. Ja, okay. Alles klar, gut. Dann denke ich mal die nächste Tauschkarte. Die vorletzte, Leute, übrigens, ne? Oh, scheiße. Ey, mir fehlen so viele Informationen. Okay, Achtung. Gerüchte. Jeder Spieler wählt eine beliebige Mappe aus der Mitte oder von einem Mitspieler und darf sofort deren Inhalt ansehen. Geil. Gebt die Mappen anschließend zurück. Okay. Aber du fängst an und dann machen wir Uhrzeigersinn wahrscheinlich wieder. Ja, macht wahrscheinlich Sinn, das in der Reihenfolge dass zu machen. Dass man das also, ich schätze, das ist ja. Ja, ich nehme mal. Ich habe mir viel zu viel Gerüchte um diese Pflanze gehört, dass ich die unbedingt dann gleich nehme mal die junge Frau. Die ist mir zu shady hier. Die ist ein bisschen shady, stimmt. Ja. Was steckt hinter dir? Oh, wow. Okay. Relativ klein, Simon? Um so viel Schatten zu machen. Du lookst schon so oft. Was möchtest du sehen? Also ich bräuchte den hier, die Troller, die dieses Gesicht macht. Die habe ich richtig lang bei mir behalten. Ja, ja. Die kriegst du nicht. Her damit. Willst du was anderes haben? Nur gucken und dann wieder zurückschauen. Ja, ja, aber ich habe Pflanze. Und ich will die Pflanze sehen. Ja, wir machen das nach der Reihenfolge. Sonst ja. Ach so, okay. Ja, ja, okay. Aber darf ich das denn jetzt schon haben? Bitte du darfst ja gucken, aber okay. Zurückgeben. Merken. Du, ja, klar. Reingucken und dann zurückgeben. Darfst aber auch noch nicht umstellen. Das ist so lustig. Man muss nicht jeden. Müssen nicht alle auf dem Foto sein. Bitte schön. Nö, es müssen nicht alle auf dem Foto sein. Okay, Lasi. Was möchtest du sehen? Genau die richtige. Von jedem Aufnahme. Kannst du gucken. Was hast du denn da eigentlich? Achso, ja. Schau mir den Dude. Also, ich hab ja. die. Guckst du gerne an. Ich hab den kleinen Jungen. Ich hab den Herrn mit dem Alkohol. Ja, ich weiß schon, was ich will. Ich warte noch auf Lars, dann nehme ich's mir. Also du willst nichts von mir, ne? Nein. Okay. Aber ich wusste nicht, was du liegen hast, deswegen wollte ich halt mal kurz. Ja, klar. Also persönlich will ich nichts von dir. Ich will was von Simon. Okay. Da liegt. Wer hast du? Digga. Gib mir your plans bitte kurz. Die behältst du doch die ganze Zeit bei dir, oder? Ja, hier. Gib's doch ab jetzt. Ich weiß jetzt auch nicht, was da los ist. Okay. Oh, okay. Du darfst noch nicht umstellen, ne? Also ihr müsst merken. Ich hab. Und auf was aber ist egal. Aufs Ende theoretisch dürft ihr erst, wenn diese Aktion durch ist, dann umstellen. Ach so, ja, die ist ja jetzt durch. Jetzt ist sie durch. Wenn du es zurückgegeben hast. So. Zack. Na gut. Okay. Alles klar. Nächste Runde oder was? Dann ist Simon der nächste Startspieler und wir können erstmal umstellen. Das ist ja schon so. Passiert. Aber es gibt ja auch noch nicht so viele neue Informationen, ne? Ja. Jeder Spieler darf sich den Inhalt der zwei Mappen in der Mitte ansehen. Ich brauch das gar nicht. Kannst auch liegen lassen. Doch, ich muss dann. Du kannst ja schon mal die an. Ich brauche aber auch die. Die andere ist mir die verifizieren die nur ist einmal, mir völlig dass die auch richtig. Ja, das passt schon. Spiel mit denen jetzt mit den Gegenständen auf dem Tisch oder ohne? Ohne, ne? Ohne. Normalerweise man kann das Spiel auch, genau, man kann das Spiel auch mit Auktionen spielen, wo dann der Wein und das Essen und so eine Rolle spielt. Machen wir aber nicht. Ah, okay. Könnt ihr aber, wenn ihr das Spiel besitzt. Kann man das kaufen? Das kann man kaufen, ja. Cool. Bei Happy Shops tatsächlich. Ah, unserem Partner für diese Folge. Das ist ja Happy schön. Shops. Happy Shops. Das ist ein süßer Name. Kannst du mir den Link später nochmal in die Beschreibung posten? Den poste ich dir in die Beschreibung. Danke. Und da kannst du dich schön informieren, ja. Nur danke. Für Lars. Nur danke. Für Lars kommt. Danke. Und für alle anderen natürlich auch alles in der Videobeschreibung. Und das ist ganz weiter. Nett, tatsächlich. Hab ich so noch nicht gesehen. Mal was anderes so. Ja. Ist doch sauber. Dadurch, dass man so haptisch irgendwie die ganze Zeit was bewegt, ja, das ist fühlt sich cool. Irgendwie anders an. Stimmt. Okay. Ich glotze mir den noch kurz an. Weg mit dir. Ich habe meine auch richtig geschmissen. Aber jetzt habe ich dieses Pflanzengeheimnis endlich gelöst. Okay, wow, das ist wirklich der worst Character auf jeden Fall. Ja, die im wo Anzug nicht da, ne? Stimmt. Ja. Kann man ja auch rauslassen, ne? Weiß ich nicht, ob es dann schlau wäre, den reinzupacken oder nicht. Naja, du kriegst ja auch Punkte in Kombination mit anderen, die daneben stehen müssen. Das ist vielleicht, so. Das ist so, ich hab's mir so. Ja, bei mir, bei dem. Nee. Ja, wenn du es nicht hast, klar. Bei mir ist so Pi mal Daumen, glaube ich, könnte ich plus minus machen. Last round. Könnte ich plus minus machen. Ja. Wow. Genau. Da siehst du. Wer ist denn? Was waren die letzten? Ich war gerade hier mit Zählen. Hier, nee. Partnerwahl. Nee, aber ich hab das gerade vorgelesen, ja, das in der Mitte. Oder was? Okay, dann ist Lars dran. Wo ist denn noch eine? Es ist keine mehr, das war die letzte. Mit dem, ne? Das war die letzte. Die ich gerade gezogen habe, war die letzte, aber das ist nicht die.
Achso, das hast doch, du. Doch, nimm zwei aus der Mitte. Nee. Hä? Die dich gerade. Da ist sie, Entschuldigung, ich hab sie hier. Jeder Spieler so. Darf Inhalt der zwei Dinge angucken. Und das, okay. Das war die letzte Runde. Das war die letzte Runde. Okay. War die letzte Karte. Kann man jetzt noch stellenmäßig. Also ich würde sagen. Ach du Scheiße. Das war's. Ich dachte, krass. Da war halt noch eine, ne? Ja, dachte ich auch. Egal, so ist aber es. Dann können wir jetzt nochmal checken. So, ihr könnt jetzt alle nochmal checken und einmal nochmal rumstellen. Ja, ich mache jetzt, ich habe von der ersten Runde mir Informationen vielleicht nicht gemerkt. Deswegen setze ich die da einfach rein. Ich hoffe, es gibt nicht so viel Minus. Nein. Oder lasse ich die lieber raus? Verkauft mir jemand noch eine Info? Rollstuhlmann? Es gibt, was bietest du denn an? 5 Euro? 10, 20, 50? Ich gebe euch zwei Essen, gebt euch nochmal einen Punkt. Nur, dass ihr mir den Rollstuhlmann nochmal zeigt. Ich bin ja ohne das Essen. Wir spielen leider ohne das Essen. Wir spielen ohne das Essen. Ja, Free Point, einfach nur, dass ich nochmal gucke. Ja, würde ich machen. Nur weil ich mir nicht mehr sicher bin, ob ich es mir gemerkt habe oder nicht. Okay. Komm, ich lasse also ich stehe nichts mehr um. Aber ich packe nochmal. Oh, stimmt. Habt ihr da eine andere Karte reingemacht? Kann das sein? Manipuliert einfach. Ich habe noch eine kleine Lieblingskarte verstaut. Könnt ihr auch noch machen, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ey, ich habe jetzt eine wirklich auf, keine Ahnung, ob ich mir die Info richtig gemerkt habe, einfach reingestellt, weil ich mir gedacht habe, komm, ich spiele lieber risikobehaftet. Kann sein, dass sie mir voll viel Minuspunkte geben, weil ich mir nicht mehr sehen bin. Nee. Aber ich fand es jetzt cooler, als sie wegzulassen. Finde ich gut. Ich bin soweit durch, auf jeden Fall. Ja, ich bin auch durch. Okay. Du hast ja ganz schön viele Sachen liegen gelassen. Ja. Aber die hast du auch liegen gelassen, das finde ich gut, weil die hat komplette... Ja, die hat nur Bullshit erzählt. Das ja. ist komplett für eine Art. Genau, die ist eh so ein bisschen unsympathisch. Ja, genau, die passt gar nicht. Die hab ich reingestellt. Okay, genau, alles klar. Wie du. So, wir machen jetzt tatsächlich unser Bild. Mein Gott, Onkel Wolfram, ey, wie er hier schon wieder alles verdeckt mit seiner scheiß dicken Zigarre. Qualmt er wieder in der ersten Reihe alle voll. Ernsthaft. Dann werten wir mal aus, würde ich sagen. Und zwar... Okay, wie nehme ich jetzt gerade die Abdeckung hochmäßig, ne? Ja, könnt ihr hochnehmen. Ah, und einmal umdrehen. Ah, und so legt man es so. Zusammen. Mhm. Genau, und jetzt kommt das kleine Holzding zu tragen. Mhm. Und jetzt zählt auch nur noch euer Bild, ne? Ja. Erstmal sind wir bei 0. Ach so, das Bild, ja. So, dann legt ihr alle auf 0. Und dann gehe ich mal schnell durch einfach. Ihr könnt dann mitzählen, okay? Mein Bild ist richtig scheiße geworden eigentlich. Pass auf. Ja. Das Bild. Also. Die wollten es so. Der Herr in dem beigen Anzug. Ja? Ja. Oh, den habe ich der vergessen. Der möchte in der Mitte stehen. Was heißt Mitte? Ach so, ja. Mitte heißt, genau, vom Tisch so hoch die drei rein. Ja, das habe ich schon nicht erfüllt. Dann macht man was? Jetzt einen Punkt? Also, wenn eine Wunschkarte erfüllt ist, gibt es einen Punkt. Also kann man schon mal eins rechts, wenn es stimmt. Genau, ja, okay. Stimmt bei mir auch. Wenn zwei richtig sind, 3. Bei 3, 6, okay. Wenn 3 richtig sind, 6. Lies doch mal alle vor. Ja. Okay. Ich möchte in der Mitte stehen. Ich möchte neben dem Hund stehen. Zählt auch nur dein Bild, ne? Nicht die. Den habe ich geraten. Ach so, okay. Nur das Bild zählt. In der Mitte neben dem Hund stehen. Und? Ich möchte neben dieser Frau mit dem weißen Oberteil. Oh, die habe ich nie gelesen. Der Krawatte sein mit dieser. Gott sei Dank war der Hund. Neben dieser Frau stehen. Achso, ja, die ist nicht. Das war ja. Und es ist eine Lieblingskarte. Short. Oh, also doppelt. Okay, ich brauche wirklich also noch mal zwei, jetzt, oder? Von wem reden wir? Von ja, also 6 Punkte. Von diesem Herrn richtig. Von dem Herrn im also einfach Anzug. Mal zwei, egal wie viel man richtig. In der Mitte, ja. Neben dem Hund und neben dieser Frau. Diese Frau hier. Yes. Die habe ich ja nie gelesen. Also, 1. Aber hast du nicht auch 2 Sachen? 3, richtig, 6 Keine. Punkte. So, okay, mein Foot. Den habe ich, bei dem wusste ich nicht mehr, was er gesagt hat. Das war ein Lucky Shot, das da. So, und er ist Liebling, also das heißt. Ja, mal 2. Mal 2. Okay, cool. Alter, ernsthaft, jetzt muss ich mir gerade nochmal überlegen. Warum habe ich den denn da platziert? Das ist irgendwie gerade. Du hast aber auch so viel jetzt. Weil ich hatte ihn am Anfang richtig und dann habe ich ihn aber, ne, habe ich was anderes verstellt und habe ihn dazu geschoben und habe mir. Natürlich, klar, weil du nicht mehr weißt, was war jetzt nochmal das Ding. Okay. Also hier kriege ich nur einen Punkt. Ich muss kurz, ich will das nur richtig machen, ne? Fuck, der Hund, ey. Oh, die Troller. Ich stand genau richtig. Und eine Lieblingskarte. Was heißt denn das jetzt, dass ich auch negative zweimal Punkte kriege? Genau. Ja, wie viele Punkte hast du eigentlich, Maxi? Oh, Alter, das ist, also da mache ich jetzt, Moment. Habe ich 2 ich Minus? Nicht, Lieblingskarte. Das können wir gerade mal meinen Sachen. Ja, natürlich. Ich habe jetzt also 2 Minus, weil die nicht stimmen. Und einen Plus, oder was? Nein, nein. Eine, wie viele Karten sind von eine ist drin? Richtig. Dann mal 2 Punkte hast du jetzt.
Und die anderen sind. Nee, nicht guck schlimm. Mal auf deine rechte okay. Seite hier. Das steht. Auf der rechten Seite steht drauf, wie viel es zählt. Also du hast eine. Ach, richtig, ja, da ist, okay, eine richtig, dann zählt es ja, ja, okay. Eins. Ich wollte nur sicher gehen. Und die Tatsache, dass da dieser Liebling ist, macht das zu zwei. Okay, ja, genau. Gut, genau. Gut, okay. Muss recht sein. Gut, dann fuck. Einmal der Herr im Rollstuhl. Mann, der ja, den habe ich dir auch gehabt. Am Tisch stehen. Möchte was neben dem Tisch? Herrn stehen, den wir vorher hatten. Ja, warte ja. Mal, zeig mal die am Tischkarte bitte einmal für alle. Immer. Am Tisch. Mhm. Das ist das hier. Okay, ja. Neben dem Herrn stehen, er möchte in der vierten Reihe stehen. Zeig nochmal. Vierte ja. Heißt einfach nur ganz hinten. Also ganz vorne, ganz hinten, beides passt ja nicht, aber. Nein. Genau, ist kein Liebling? Okay. Nee, ne? Ist kein Liebling, nein. Jetzt. Okay. Seid ihr damit all durch? Ich hab ja, den ja. Ja. Ich hab da von zwei, also auf vier, ne? Von zwei auf vier? Ja. Okay. Aber nicht deine komplette Punktzahl wird verdoppelt, sondern nur nein, nein. Die von dem. Zwei ja. Dazu, ja. Okay. Genau, okay. So, the das, plan. Das, ja, aber du ja. Hast zwei richtig, dann ja. Kriegst du drei Punkte. Also musst du von zwei auf fünf. Ich krieg drei Punkte, okay. Genau, genau. Wenn zwei Karten ja. Richtig sind, dann drei. Das waren jetzt die beiden, die ich geraten habe okay, am Ende. Okay, gut. So, weiter geht's. Wir ziehen schnell durch. Oh mein Gott. Es zählt eh nur dein Bild. Mach, zählt mach, nur, mach, mach. Nur Bild. Achtung, die Pflanze. Ich muss selber auf mein Bild gehen. Scheiße. Die Pflanze will nicht neben einer Frau stehen. Sexist. Scheiße. Was man heißt neben, nicht diagonal? Ne? Neben, diagonal ist egal. Kannst du immer einmal die Karte bitte zeigen? Oben. Meine Pflanze ist ja. Von Frauen umzingelt. Ja, meine auch. Okay. Meine Pflanze ist nicht. Die geht ein. Die ich finde es aber auch so gut, dass die Pflanze so krasse Bedürfnisse ja. Hat. Ich möchte in der Mitte stehen, also die drei hinter dem Tisch. Ja, da steht die auch. Zwei nee. Ich möchte am Tisch stehen, ja, also muss Pflanze, es die untere Reihe sein. Gib okay, mir die sechs okay. Punkte, die Pflanze. Okay, das heißt, bei okay. Mir sind es eins, zwei, drei. Zwei richtige, also drei. Hast du schon 15? Er ist komplett krass, ja. Das ist nur wegen dem einen. Macht. Okay, Pflanze, seid ihr alle durch? Ja. Okay, jetzt ziehen wir ein bisschen an. Was haben wir denn schon? So, soll ich die hier mir weg? Hier haben wir so. Also, wir haben einmal diesen Herrn in einem slicken Anzug. Mhm. Mhm. So. Der junge Mann. Er möchte in der Mitte stehen. Bitte zeigen. Du musst das zeigen. Ja. Musst das zeigen. Sonst keine Sau. Das bringt sonst wirklich ja. Nichts, Maxi. Ja. So. Die Mitte. Ja. Und in der ersten Reihe, also das schließt sich aus. Und in der zweiten Reihe auch. Die okay. Zwei unten rechts und links. Ja. Und ich möchte in der zweiten Reihe stehen. Also im Prinzip, egal ein wo Punkt. Er steht. Also haben wir alle fast. Nur einen Punkt. Ja. Wenn man nee, ihn da hinten platziert hat, ja. Oder keinen, ja. Wenn man richtig doof ist. Er darf auf. er darf auf jeden Fall nicht auf den zwei äußeren, hinteren Feldern stehen. Das ja. Darf er nicht sein. Okay, gut. Weg. Die Frau, die komplett in Gelb da sitzt. Mhm. Bitte zeigen. Möchte nicht am Tisch stehen. Boah, ich. Axi. Ja. Du musst es zeigen, weil was heißt das schon? Nicht am Tisch. Ich möchte okay. Neben dem älteren Herrn mit dem weißen Bart stehen. Bitte zeigen. Einen Punkt habe ich jetzt, ja. Und ich möchte am Tisch stehen. Also kann am Tisch oder nicht am Tisch sein. Also neben dem älteren Herrn und am Tisch. Das ja. Ist schon mal das Wichtigste. Okay. Aber sag mal, mir fällt gerade ein, wenn es gar keine Minuspunkte gibt. Ach doch, es gibt doch, Minuspunkte. Gibt sorry, ciao. Das kann sein. Moin. Da bitte. Da haben sich Leute hingesetzt und das wäre das dumm gewesen, die nicht auf das Brett ja, zu setzen. Ja, da hätte sie alle hingestellt mit Hoffnung, dass irgendwas stimmt. Ja. So, also ich habe sie. Aber dann hat Maxi schon Minuspunkte bekommen gerade? Nö. Aber hattest ja, du nicht. Wenn nur eins davor, stimmt, dann kriegst du keine. Also wenn nur eins stimmt, hast du Punkte. Und wenn sie gar nicht da stehen, hast du null. Ich dachte, du hättest bei der Runde davor keinen einzigen richtig gehabt. Nee, hat ihn gar nicht stehen. Okay. Ja. Okay. schnell, dann machen wir den älteren Herrn. Oh, der mhm. Ist mein Liebling. Ihr wisst, wer der ältere Herr ist, ne? Ja. Ist ein Liebling, scheiße. Ja. Auch ne? Ja. Nicht auf möchte einer. Neben dem im lila Anzug stehen. Dem Jungen meinst du? Dem Alten mit dem lila Anzug. Ja, okay. Nicht so wie wie es steht, sondern euer Bild. Das Bild ist ausschlaggebend. Natürlich ja, auch mit den aber, Feldern. Aber mit den ja, Feldern aber das ist doch bescheuert, weil es geht doch trotzdem um die Felder. Was hat denn das, ja, das Bild stimmt. Jetzt damit zu tun? Aber das ist nur bei den Perspektivdingern. Nur ja, bei der Perspektive. Es geht um die Perspektive dann, genau. Okay. Bei den Feldern könnt ihr natürlich nachgucken. So, also möchte neben dem im lila Anzug stehen, möchte neben dem kleinen Jungen mit dem Teddy stehen und möchte neben der Frau in dem roten Kleid stehen. Hey, die habe ich vergessen zwei. Einfach. Ja, die habe ich zwei auch komplett richtig. Vergessen. Zwei, sechs, ich habe komplett nichts. Drei, also sechs, geil. Und dann mal zwei, ne? Ja. Also wenn ihr sechs. Ja, ja, ich alles drei richtig habe. Drei mal zwei. Gut. Ich habe die mit der Frau, ich habe den als Liebling gemacht und diese Frau vergessen. Ich habe aber meinen Liebling verkackt. Dann nehmen wir den älteren Herrn im lila Anzug. Okay. Ja. Also, er möchte nicht neben einem Mann stehen. Er möchte rechts außen stehen. Mhm. Er möchte nochmal rechts außen stehen und er ist eine Lieblingskarte. Der, das mit dem rechts außen bringt dann auch zweimal Punkte. Ja,
Jede Karte. 2 mal 3. Ja, ja, ich habe alles. Also 3, 6 dann. 12. Nee, 3 ist 6, also 12. Ja, ja, ja. Insane. Alter! Okay. Das ist krass. 1, 2, 3, das ist echt krass eigentlich, so einen auf Liebling noch auf, zu ballern. So 9, 10, 11, 12. Krass. Ey, 79 Punkte kann man maximal haben. Die alte Frau, die wie der Endgegner bei Heidi aussieht. Halt, stopp, muss ich sehen. Ja. Oh ja, die ist wirklich der Endgegner, ne? Wie heißt die nochmal? Weiß keiner. Heidi? Ja, die Mrs. Oppenheimer oder so. Oppenheimer. Okay, alles klar. Okay, gleich gerade. Sie möchte neben der stehen, die so macht. Möchte in der dritten Reihe stehen. Zeigen bitte. Dritte sagt mir nichts. Okay. Ja, okay, da habe ich dann. Und das klingt gleich irgendwo nochmal. Kommt nochmal, möchte noch mal in der dritten. Da habe ich nur eins, richtig gut. Ein Punkt ist ein Punkt. Punkt ist ein Punkt. 1, 2, 3. Boah, ey, jetzt, wo man es aber einmal gespielt hat, hat man schon so ein bisschen. -3. Jetzt habe ich Minuspunkte, die Lars er sich so sehr wünscht. Ja. Echt, du hast die eingebaut und quasi. Ja, weil ich habe nur am Ende geguckt, was andere von ihr wollen. Ja, okay. Ja. Ja, aber dann kriegst du ja woanders die Punkte wieder. Ja, ich hoffe es, ja. Vielleicht hat er dich. Okay, wir sind bei der Frau, die so macht, hä? Die so aussieht, Jan. Ja. Sie möchte am Tisch stehen. Yes. Welche Frau? Ich muss noch mal sehen. Das ist nicht so, so die. Die hast du gut, die habe ich da auch, Lars. Die ist da richtig gut. Sie möchte am Tisch stehen. Ja. Sie möchte auf dem Foto das Gesicht von sich selbst, verdecken. Verdeckt werden. Bin ich das, möchte ich von keinem anderen Gast verdeckt sein. Sie darf nicht verdeckt sein. Ja. Perfekt. Ich möchte links außen stehen. Ja. Tja. Warum haben wir die nicht als Lieblingskarte? Das verstehe ich nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die hat besser performt als 6? Meine Lieblingskarte. Mann, ich bin viel zu passiv gewesen. Also, ja, okay. 6 sind Uni. Weiter geht's. Ja, wir sind alle, wir drei sind, glaube ich, auf einmal. Ja, okay, der Hund. Der Hund. Möchte auf dem Foto das Gesicht von dieser Frau im gelben Kleid verdecken? Habe ich nicht gewusst. Die habe ich von der Party gemacht. Nee, die habe ich jetzt ignoriert. Nicht am Tisch stehen. Ja. Okay. Die Frau war komplett besoffen. Und möchte nochmal nicht am Tisch stehen. Okay. Ja. Zwei. Es ist ein bisschen verwirrend, wenn wir sagen 2, okay, 3. Das heißt also, wenn wir 2 richtig haben, kriegt man halt 3. Okay, Punkte. Vorletzte, Achtung. Wir sind bei der Frau im blauen Kleid. Die habe ich ausgeladen. Und die andere habe ich auch ausgeladen. Habe ich auch ausgeladen. Also bei mir, glaube ich, passiert jetzt nichts mehr. Sie möchte die war gut bei mir. Die neben gut. dem Rollstuhlfahrer stehen. Bingo. Und neben heißt nicht schräg, ne, leider? Neben heißt nicht schräg. Mhm. Sie möchte neben der Pflanze stehen. Mhm. Das nicht alles haben. Ja. Sie möchte in der vierten Reihe, also ganz hinten in der Reihe stehen. Ja. Da hätte ich sie bekommen hätte. Hab die nie gesehen. Wer hat die für sich behalten die ganze Zeit, die Troller? Ich hatte die lange, tatsächlich. Ja. Okay, letzte. Letzte Person. Den alten Mann und die, ne? Oh, zum Schluss. Was läuft da, Simon? Naja, aber ich wollte ja auch nicht, dass ihr die kriegt. So. Naja, verstehe ich. Achtung, die Frau im roten Kleid. Ja, die ist auch ausgeladen. Ist eine Lieblingskarte. Du kannst nicht jeden ausladen. Hier sind nur 3 ausgeladen. Bei mir sind fast alle weg. Sie möchte links außen stehen. Jetzt komme ich zum Schluss nochmal. Sie möchte neben diesem slicken meine Lieblingskarte, aber ich habe sie leider. Herren stehen. Sie möchte neben diesem Herrn stehen. Ja, tut sie. Und sie möchte neben dieser Frau stehen. Ja, ja. Mit dem blauen Kleid. Die hättest du doch noch platzieren können. Genau, die so ein bisschen geknickt ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und Lieblingskarte, ne? Echt? Ja. Doppelt. Boah, nee. 1, 2, 3, Simon hat es anscheinend richtig geknickt. Was? 49, ich bin sehr völlig. Du schummelst. Okay. Nee. Da, das stimmt die Hälfte nicht. Mega Glück gehabt. Was habe ich getan? So, jetzt kommt die Frau in diesem weißen. Die ist auch ausgeladen. Kein Party mit. Die möchte. Nicht bei mir. Brauchen wir kurz mein Bild. Sie möchte neben der Frau, die sitzt auf dem mit dem gelben Kleid stehen. Oh ja. Geil. Habe ich. Das ist schon mal gut. Gute Idee, das mal umzudrehen auch. Und sie möchte auf dem Foto das Gesicht vom Hund verdecken. Und sie möchte neben dieser bösen alten Frau stehen. Die sind ausgeladen, Freunde. Hier wollte ich nicht. Hier wird abgeholt, Leute. Abräumen. Okay, letzte 6 Karte, Leute. Wir haben's. Moment. Noch eine? Der Junge. Ach ja. Achtung, der Junge möchte, dass sein Gesicht nicht auf dem Foto zu sehen ist. Ja, meine Gläser. Ist bei mir nicht verdeckt. Zu sehen, weil die, ja. Die Gläser, ne? Die Flaschen waren safe. Ach, so habt ihr das gemacht. Na klar. Ja, deswegen habe ich extra gefragt, ob man die benutzen darf. Das ist so, einen Moment, ich brauche noch kurz. Ja. Einmal nur mal die Lächeln. Shit. Also, ja, okay, ich verstehe. So, ich möchte auf dem Foto aber von keinem Gast verdeckt werden. Diese Karte gibt es 2-mal. Ja. Also, Moment, er hat 2-mal nicht verdecken. Er hat 2-mal nicht von einem Gast verdeckt werden, aber er möchte, dass sein Gesicht nicht auf dem Foto zu sehen ist. Also, volle Punktzahl. Volle Punktzahl auf jeden Fall. Kinder haben meiner Meinung nach nichts dazu suchen. 3. Das Alkohol. Den wollte ich eigentlich nie abgeben, aber den habt ihr euch halt genommen. Okay. Was soll ich machen? Wieso habe ich den nicht geliebt? Hä? So, Leute. Ich habe ein bisschen weird gespielt. Wie geil. Dann würde ich sagen, gehen wir mal rein um in die Auswertung. Ja.
Fangen wir mal bei mir an. Fangen wir mal bei Lars an. Let's go. Um das so ein bisschen dramatisch zu machen. Ja. Cool. Ich habe 43 Punkte. Ich habe 41 Punkte. Ich möchte es eigentlich fast nicht sagen. Ich habe 25 Punkte. Du bist wirklich der Fabian Kranitz. Ja, es ist so. Du hast so stark gestartet am Anfang. Nee, ja, ich. Ja. Was ist passiert? Ich dachte halt, es hilft viel, nicht alle da drauf zu kriegen, weil sonst schließt sich alles aus und dann lass es raus. Ging tatsächlich. War falsch. Nächstes Mal bitte nochmal. Simon, was geht? Ich habe 58 Punkte. Und damit ihr mir das auch glaubt, habe ich gerade die ganzen Videos und alles schon hochgeladen. Damit ist es schon auf Twitter? Nee, das nicht nur in Slack. Was ist jetzt die Videos. Okay, kann aber auch, da wäre was nicht in Ordnung gewesen. Beweismaterial ist da. Ich bin wahnsinnig beeindruckt. Ich habe so einen Glück gehabt, dass ich die alle gesehen habe. Ja. Wir alle sind beeindruckt. Ja. Go, Simon! Oh, der freut sich auch noch ehrlich, weißt du? Nice, okay. Ja, Simon, herzlichen Glückwunsch. Du bist der beste Fotograf von uns allen. Nicht schlecht. Ist so, ja. Vielen Dank, dass ihr da wart, auf jeden Fall. Und mitgespielt habt. Vielen Dank an Happy Shops, dass sie diese Folge ermöglicht haben. Guckt gerne mal in die Beschreibung, wenn ihr Bock habt, das Ding selber zu spielen. Holt euch das Ganze doch. Danke, Lars. Danke, Janina. Danke, Simon. Und danke, Maxi. Wir. Danke. Und. Nein. Genau. Wir sehen uns bald wieder bei der nächsten Folge. Du bist. Und wenn es wieder heißt: Brettspiele Gesellschaftsspiele sind Trumpf.